Zeugenbefragung in Bad Aiblingen, das ist unstrittig, kooperieren die deutschen Dienste, insbesondere der BND, mit ausländischen, insbesondere der NSA. Und wir versuchen dem auf den Grund zu gehen, wie sozusagen das genau ausgestaltet ist, was für Programme der NSA auch in Deutschland eingesetzt werden. Wir hoffen, dass die Aussagegenehmigung der Beamten, die wir heute hören werden, ausreichend genug ist, um Licht in das Dunkel zu bringen. Ich habe da, nachdem ich gestern Abend das gelesen habe, einige Zweifel, aber erstmal sind wir guten Mutes und versuchen da heute zu verstehen, was genau in Bad Aiblingen passiert. Okay, wir werden sich bestimmt danach noch mal fragen. Prima. Hi. Hallo. Frau Kollegin. Sie allein? Y cuando me ofreció un buen pacto, este empezó a marcar cajear. Dijo, muchacho, no te hagas el listo, esto no me sirve ni a mí ni a Cristo. Tu alma no tiene reparo, no tengo nada que danzar contigo. Esto no es digno de comprarse, así que la solución es extirparse. Porque es como ja, also willkommen. Wir sind hier, um den Geheimdiensten so ein bisschen bei der Arbeit zuzuschauen. Anwesend haben wir einen Herrn vom Bundesnachrichtendienst und einen Herrn von der NSA, beide in die Arbeit vertieft. Wir befinden uns in Berlin, aber wir haben eine kleine Kulisse aufgebaut, und zwar aus dem schönen Bad Aiblingen. Bad Aiblingen ist ein sehr idyllischer Ort. Ich war zufällig vor anderthalb Monaten da, und man wird gar nicht denken, dass dort Ungeheuerliches passiert. Denn dort in dieser Station arbeiten Bundesnachrichtendienst und NSA anscheinend Hand in Hand zusammen. Und es ist rausgekommen, dass dort der Bundesnachrichtendienst ein Überwachungsprogramm der NSA getestet hat. Angeblich nur getestet, ja. Das X-Keyscore heißt. X-Keyscore kann ganz schön viel. X-Keyscore kann herausfinden, was für Suchanfragen jemand stellt, was für Mails jemand verschickt und empfängt, wo jemand surft. Das volle Programm eben, und das hat der Bundesnachrichtendienst getestet. Da fragt man sich natürlich, warum testet der Bundesnachrichtendienst ein Programm, von dem nicht einmal klar ist, ob das überhaupt nach deutschem Recht vereinbar ist mit dem Grundgesetz? Und warum angeblich niemand in der Bundesregierung davon wusste? Was ja jetzt auch nochmal zur Debatte steht, ob das wirklich so war. Wir sind hier, weil wir denken, das ist nicht in Ordnung, dass es so weitergeht. Wir wollen das ändern. Und zwar wollen wir, dass
es aufhört mit dieser ganzen Spitzelei, mit dieser Zusammenarbeit Hand in Hand zwischen NSA und BND. Wir wollen vor allem endlich Klarheit, was eigentlich dort passiert ist. Wir wollen, dass auch mal Köpfe rollen. Momentan haben wir nämlich die Situation, dass ein einziger Mann Gefahr läuft, verhaftet zu werden, in den Knast zu kommen, im Zusammenhang mit dem NSA-Skandal. Und dieser eine Mann ist Edward Snowden. Hier einen kleinen Applaus nochmal für diesen mutigen Mann, bitte. Will noch jemand gesperrt sagen? Ja, außerdem sind wir hier, weil wir denken, das ist auch ein strukturelles Problem. Ja, es ist kein Zufall, es ist kein kleiner Unfall gewesen, sondern der Fehler liegt wirklich im System. Wir haben Geheimdienste, die ein Staat im Staat sind, die nicht kontrollierbar sind, die sich anscheinend nicht bemüßigt fühlen, sich gegenüber irgendjemandem dafür zu rechtfertigen, was sie dort tagtäglich machen, an idyllischen Orten wie in Bad Aibling, und die anscheinend auch meinen, dass das schön so weitergehen kann. Und das denken wir eben nicht. Wir wollen einen unabhängigen Geheimdienstbeauftragten, wir wollen mehr Rechte für die Abgeordneten, um den Geheimdiensten auch einmal auf die Finger schauen zu können. Und ich würde vorschlagen, ich übergebe jetzt nochmal an den Herrn Werner Hülsmann vom Forum Informatiker für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, der auch Kooperationspartner ist bei dieser Aktion. Wir als Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung fordern die Bundesregierung auf, endlich zu handeln, um die Bevölkerung vor der massenhaften Ausspähung zu schützen. Was macht aber die Bundesregierung? Sie verhindert eine Zeugenvernehmung von Edward Snowden hier in Deutschland. Und statt Edward Snowden als Zeugen zu schützen, verhindert sie Aussagen, fordert, dass Akten geschwärzt werden und behindert die Aufklärung. Das muss endlich aufhören. Ja, liebe Damen und Herren, wir haben ja auch Gäste geladen, und zwar hohe Gäste aus dem NSA-Untersuchungsausschuss. Und wir dachten, wenn die schon mal hier sind, also übrigens heute im NSA-Untersuchungsausschuss, werden einige Herren vom Bundesnachrichtendienst auch geladen sein und genau zu diesen Vorfällen in Bad Aiblingen befragt werden. Und sie haben da ja auch mal versucht, so ein paar Akten zu bekommen, um rauszufinden, was da eigentlich wirklich läuft. Da kann ich ja mal vielleicht fragen, ach schön, Sie haben ja auch schon was vorbereitet, sehe ich da. Kommen Sie doch einfach mal einen Schritt näher, dann können Sie sich das vielleicht persönlich aushändigen hallo, lassen. Vielleicht hallo, auch, hey. Hallo, vielleicht auch direkt sagen, was Sie davon halten. Herr von Nutz, ja. Ich übergebe dann erstmal an Sie und dann an Frau Mittag von der SPD. Ja, vielen Dank, Katharina. Erstmal allen ganz herzlichen Dank fürs Kommen heute Morgen. Wir haben tatsächlich eine interessante Sitzung, aber ich will noch mal sagen, gestern hat ja Edward Snowden den alternativen Nobelpreis bekommen, und das ist großartig, weil es eine Anerkennung für sein mutiges Beispiel, das er gegeben hat, ist. Und ich kann mir noch ganz andere Preise vorstellen, die er kriegen könnte. So. Und das Zweite ist tatsächlich eine Sache, diese Anhörung heute wird oder könnte, kann sehr interessant werden. Wir hören zwei Mitarbeiter des BND in Bad Aibling, Katharina hat es gesagt, und es geht um die Kooperation zwischen deutschen Diensten und amerikanischen Diensten. Und jetzt wird die entscheidende Frage heute sein, ob die Aussagegenehmigung, die diese Beamten brauchen und auch bekommen, ob die sozusagen ausreichend das Spektrum von Dingen erfasst, für die wir uns interessieren. Also wenn man sie liest, die Aussagegenehmigung gestern Abend, dann können einem schon Zweifel kommen, ob das heute so ein langer Tag wird. Aber wir werden es sehen. Die Skepsis, die ich damit zum Ausdruck bringe, die beruht tatsächlich auf den Erfahrungen der letzten Wochen. Wir haben von den Akten, die wir eingefordert haben, umfangreichst ja in die 20-25% gehende Schwärzungen. Es gibt Akten, die gehen über 7 Seiten, da ist jede Zeile geschwärzt, das Datum, die Anrede, alles. Nur eine Zeile ist frei, da steht nämlich gesperrtes 2048. Sozusagen, man weiß nicht, um was es sich handelt, wer wem schreibt, in welchem Kontext das geschieht. Das ist skandalös, so kann parlamentarische Kontrolle nicht
geschehen. Und der zweite Punkt ist, wir bekommen massenhaft bestimmte Akten überhaupt nicht, nämlich sogenannte Abkommen, Abreden, Absprachen, die deutsche Dienste oder die Regierung mit dritten Ländern gemacht haben. Und das ist auch ein verrückter Zustand, dass sozusagen dem Parlament bestimmte Abreden, die hier getroffen werden, per se erstmal vorenthalten werden. Das kann nicht rechtens sein und das wird noch ein erheblicher Konflikt die nächsten Monate werden. Und dann gibt es ja ein drittes Mittel, wie wir sozusagen Erkenntnis gewinnen wollen, und das sind Zeugen. Und da bleibt es ein Skandal, dass Edward Snowden immer noch nach der Sommerpause im Jahr 2014 in Moskau sich verstecken muss und nicht hier in einem geordneten Verfahren, wie es das Gesetz vorsieht, in Berlin vor dem Untersuchungsausschuss aussagen kann. Das ist skandalös und wir werden uns dagegen wehren vor dem Bundesverfassungsgericht, weil das eigentlich nicht rechtens sein kann, wie die Bundesregierung da argumentiert. Also deswegen bitte ich euch alle um Unterstützung, ja, denn das, was hier steht, ja, der Überwachungsstaat wird installiert, ist natürlich eine Zuspitzung, aber ich sage es mal folgendermaßen: Wenn wir diese massenhafte, anlasslose Überwachung nicht zurückkämpfen mit demokratischen Mitteln, dann werden wir den freien Rechtsstaat, den wir haben, verlieren, und das darf nicht geschehen. Dafür brauchen wir alle Unterstützung, die wir kriegen können. Ganz herzlichen Dank. Vieles hat Herr von Lotz ja schon gesagt, also da sind sich aber auch alle Parteien in dem Untersuchungsausschuss einig hinsichtlich dieser Schwärzung, dass man nicht mal weiß, warum geschwärzt wird, weil die Unterlagen sozusagen auch nicht zur Verfügung gestellt werden. Also jetzt kommt noch jemand vom Untersuchungsausschuss, Frau Renner ist noch mal dabei, insofern sind wir schon gut hier vertreten. In den meisten Fällen sind wir uns auch parteiübergreifend einig in den Anträgen und in den in dem Mangel der hinsichtlich der Unterlagen, die dem Ausschuss zur Verfügung gestellt werden. Und ich bin auch gespannt auf die Aussagen heute. Es kann gut sein, dass wir nicht alles inhaltlich bekommen, was wir denn gerne hätten. Aber da werden wir uns weiterhin auch nicht mit zufrieden geben und dann wieder neue Anträge stellen bzw. nochmal nachhaken. Insofern sind wir uns auch in diesem Bereich einig, dass wenn nicht genügend Informationen rüberkommen, wir sie noch einfordern. Hinsichtlich der Schwärzung sind wir ja schon mal auf einem guten Weg, dass wir sozusagen so eine Art Kommission eingerichtet haben, die überhaupt das nochmal neu bewertet, ob überhaupt geschwärzt werden darf und in welchem Umfang. Also wir finden uns auf gar keinen Fall damit ab, dass man diese vielen Akten derartig in dunkler Farbe uns da übersendet, sondern wir wollen sehr viel mehr Informationen dazu haben. Wir sind jetzt bei ca. 190 Anträgen, Beweis- und Sachanträgen. Ich finde es auch wichtig, mal über die Bandbreite der Anträge zu reden und nicht nur, ich denke, Herr Snowden ist auch wichtig und irgendwann wird man es wahrscheinlich gerichtlich auch klären müssen, was geht, was geht nicht. Wir müssen auch ein bisschen an die Zukunft von Herrn Snowden denken, wenn er denn dann hier ist. Ist ein junger Mann, der hat noch 50 Jahre vor sich, auch über die Zeit muss man sich Gedanken machen und nicht nur über die Aussage, finde ich persönlich zumindest, aber auch über die anderen. Ungefähr sind es jetzt 185 Anträge, die nicht Herrn Snowden betreffen. Auch die sind es wert, öffentlich diskutiert zu werden. Und auch diese Anträge wollen wir alle abarbeiten. Also man kann schon sehen, es dauert länger. Aber wir wollen halt klären, was, in welchem Rahmen, wie gerade bei Geheimdiensten und mit auch ausländischen Geheimdiensten passiert ist. Wir sind erst am Anfang, aber ich denke, wir sind auf einem guten Wege. Und auch wenn es öffentlich vielleicht ab und zu nicht so aussieht, aber in vielen Punkten sind wir uns parteiübergreifend auch einig, dass man so nicht mit Daten umgehen kann. Und ich denke, wir werden auch ein gutes Ergebnis am Ende in diesem NSA-Untersuchungsausschuss haben. Vielen Dank. Ich begrüße noch Frau Renner von der Linken, die noch vorbeigekommen ist. Und ich würde vorschlagen, kommen Sie doch mal hin und sagen Sie doch auch mal, was Sie von den Schwärzungen. Moment, haben wir noch ein geschwärztes Exemplar? Also wir dachten, wenn Sie schon mal hier sind, können Sie auch direkt die Akten anfragen. Also so geht das erstmal nicht, da kann ich ja durchlesen. Also die Geheimdienste machen das besser, die schwärzen erst. Die Geheimdienste schwärzen erst und dann kopieren sie nochmal, damit wir ja nicht gegen das Licht lesen können. Also üben bitte die Herren, ja? Also eigentlich ist das ein Riesenskandal. Die verantwortlich sind für die Massenüberwachung, für die Bespitzelung des Parlaments, der Bürger und Bürgerinnen,
die schreiben uns vor, welche Akten wir bekommen, wie die Akten aussehen und wie wir mit den Akten arbeiten dürfen. Das heißt, die Verdächtigen sind diejenigen, die die Aufklärungsarbeit kontrollieren wollen. Und ich will es mal zuspitzen, es ist nicht unsere Aufgabe als Untersuchungsausschuss, aber sie sind auch potenziell Angeklagte, wenn der Generalbundesanwalt irgendwann dazu kommt, zu sagen, er leitet Ermittlungsverfahren ein wegen der Massenüberwachung und wegen der Ausspähung des Handys der Kanzlerin, dann sind es auch potenziell Angeklagte im Verfahren. Und diese Angeklagten entscheiden über den Aufklärungsgang. Das ist ein Unding. Und das müssen wir formulieren. Und wir müssen sagen, es geht nicht nur um die Schwärzungen, es geht auch um die vielen hundert Akten, die derzeit dem Ausschuss komplett vorenthalten werden. Wir wissen noch nicht mal die Titel dieser Akten. Diese Akten sind in ein sogenanntes Konsultationsverfahren gegangen. Das ist ein Novum in diesem Parlament. Die USA, Großbritannien und andere Beteiligte der 5-1 entscheiden, welche Akten wir bekommen. Und das ist das zweite Thema. Es geht um Schwärzungen, es geht um Vorenthalten der Akten und es geht heute ganz aktuell um die Frage, schaffen wir es, dass wir in einer öffentlichen, transparenten Untersuchungsausschusssitzung uns dem großen Komplex Bad Aibling, also dem Joint Venture von BND und NSE zur Massenüberwachung der Bevölkerung hier und in der Welt, ob wir zu dieser Aufklärung heute in öffentlicher Sitzung kommen. Ich sage, die Zeichen stehen hier gerade auf, naja, gelb. Ja, gelb. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ja. Aber wir haben die Ankündigung, dass die Zeugen zum Teil nur in geschlossener Sitzung aussagen wollen. Wir haben eine Aussagegenehmigung, die man eher als Nicht-Aussagegenehmigung betiteln muss. Und die Zeugen werden durch Rechtsbeistände begleitet. Das ist auch ein Signal, wo ich sage, das soll reingekrätscht werden bei jeder Frage, die in den Kern unseres Auftrages führt. Nämlich, was ist in Bad Aibling wirklich passiert? Wie ist es technisch umgesetzt worden und wer trägt dafür die Verantwortung, dass dort ein rechtsfreier Raum geschaffen wurde, in dem massenhaft Grundrechte verletzt wurden von Bürgern und Bürgerinnen. Und ich bitte Sie einfach, diese heutige Sitzung wirklich sehr intensiv zu verfolgen und zu begleiten, weil wir werden an den Punkt kommen, wenn die Ampel nachher auf Rot steht, müssen wir uns entscheiden, ob wir uns das bieten lassen, ob wir unter den Bedingungen weitermachen, ob wir in irgendwelche Bunker in diesem Reichstag gehen und Geheimsitzungen abhalten oder ob wir öffentlich aufklären. Deswegen verfolgen Sie ganz intensiv heute, was passiert und unterstützen Sie uns in unserem Willen um Transparenz und Aufklärung. Danke. Das sieht immer am besten aus, ne? Ja, Symbolbilder, klar. Der BND macht das blau. Einmal geschwärzte Akten. Der BND schwärzt direkt bei der Quelle anfragen. Auch, ne? So sehen die wirklich aus. Ja, so sehen sie aus. Ja, das kann man ja alles noch lesen. Das ist ja total luschig. Ja, wir haben hier auch noch so einen Appell, den wir Ihnen gerne überreichen würden. Können wir noch einmal kurz sehen? Können Sie auch noch vor sich halten? Guck, da will man so eine Foto-Op machen und dann kriegt man das. Können Sie nochmal zu uns schauen? Dankeschön. Einmal hier. Ja. Okay. Moment. Stunden später. 3 Jahre später. Vorher, nachher. Ich mach mal die Nachher-Bilder. Hier. Danke. Ja, also ich würde sagen, vielen Dank, dass Sie hier waren. Vor allem, dass Sie nochmal berichtet haben, was im Untersuchungsausschuss vor sich geht und wie es auch weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran mit unserem Appell, der jetzt auch schon ein Jahr läuft. 125.000 Bürgerinnen und Bürger sagen, so kann es nicht weitergehen. Wir lassen uns nicht länger bespitzeln. Und ich würde sagen, ich gebe Ihnen das mal mit. Ich habe auch noch ein viertes Exemplar mit, weil leider niemand von der Union gekommen ist. Wer möchte das vielleicht weitertragen? Ja, bitteschön. Wir hören jetzt erstmal 3 Jahre zu verbringen. Frau Renner, hier auch noch ein Exemplar für Sie. Und Herr Lotz. Ich kriege die doppelte Ladung. Ne? Ja. Können Sie es zu uns zeigen? Ich nehme das dann für die Union mit. Ich kann ja doch ein 14 allein. Wollen wir vielleicht mal so einen Sprechchor versuchen? Aber ja, Caro! Vorschlag! Okay, ein Vorschlag. Ich sag Snowden, ihr sagt Asyl. Snowden! Asyl! Snowden! Asyl! Snowden! Asyl! Das ist ja übersichtlich, das geht ja noch.
Das ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr alle hier wart. Ich hoffe, wir können die Arbeit hier im NSA-Untersuchungsausschuss noch weiterhin positiv begleiten und von außen auf einwirken, dass es auch wirklich ja, Aufklärung gibt und nicht nur Aufklärungssimulation. Da müssen wir jetzt hin. Ja. Allen einen tollen Tag. Ja. Ja. Okay. Tschüss. Danke für die Arbeit. Ja. Ja. Porque como la vida ya está sentenciada.